Die Basis eines jeden Bandes, ob Tonband oder Videoband, ist immer eine transparente Kunststofffolie, der Träger für die magnetisierbaren Schichten. Und da die Beschichtungsmaschine ohne Pause durchlaufen soll, muss hier im fliegenden Wechsel von der einen auf die andere Rolle übergegangen werden. Nun ist die neue Rolle angeklebt. Sie läuft jetzt in die Maschine hinein. Vorn noch die Reste der alten. Die Folie läuft nun hier unter dem Fußboden durch die Maschine, die man mit einer Rotationsdruckmaschine vergleichen kann. Dabei wird eine Reihe hauchdünner Schichten auf Vorder- und Rückseite aufgebracht. Zeigen können wir das nicht, denn die Dämpfe der Lösungsmittel sind zum Teil giftig und explosiv. Die Maschine bleibt also besser verschlossen. Die Beschichtung ist Feinarbeit und wird laufend automatisch überwacht. Der Bildschirm des Kontrollschrankes zeigt die Schichtdicken und Abweichungen stark überhöht an. Real betragen die Unterschiede nur Bruchteile von Tausendstel Millimeter. Am Ende der Maschine wird die beschichtete und getrocknete Folie wieder aufgewickelt. Und natürlich gibt's auch hier wieder einen fliegenden Wechsel. Die Rolle ist allerdings inzwischen halbiert. Oben sieht man in der Mitte einer mitlaufenden Welle ein Messer, das die Folie der Länge nach in zwei Hälften geteilt hat. Von hier gehen die Folienrollen weiter zur Konfektionierung. Die dunklen mit der Chromdioxidschicht, genauso wie die hellerbraunen mit Eisenoxidschicht. Diese Folie hier wird zum Beispiel zu Amateur-Tonbändern verarbeitet. Das heißt, sie wird der Länge nach in Bänder von 6,2 mm Breite geschnitten. Hier werden sie auf Spulen aufgewickelt. Und zwar gleich mit den Vor- und Nachlaufbändern. Grün für den Anfang, rot für das Ende. Die Maschine stoppt exakt dann, wenn die grünen Vorspänne gerade außen auf die vollen Spulen aufgewickelt sind. Die roten werden abgeschnitten und kommen als erstes auf die nächsten Leerspulen. Die fertigen Spulen gehen nun weiter zur Kontrolle und zur Verpackung. Zur Kontrolle kommen auch die auf gleiche Art konfektionierten Studiobänder. Hier wird gerade ein solches Band in einen Prüfautomaten eingelegt. Geprüft werden normalerweise zwei der gleichzeitig aus einer großen Folienrolle geschnittenen Bänder. Die Praxis hat gezeigt, dass zum Beispiel Beschichtungsfehler meist quer über die ganze Folienrolle laufen, sodass sie mindestens in einem der geprüften Bänder gefunden werden. Start zur Prüfung. Nun sucht die Maschine automatisch nach Bandfehlern. Hat sie einen gefunden, zeigt sie ihn an und fährt sofort an die Fehlerstelle zurück. Die Prüferin braucht sich nur die Stelle anzusehen, die genau am Tonkopf liegt. Ist dort wirklich ein Schichtfehler, wird das Band abgeschnitten und der Rest, wenn er einwandfrei ist, als kürzeres Band zum Verkauf gegeben.